In Zukunft unterstützt die Fitterers Märkte Roland Fitterer e.K. die Robert-Schumann-Schule bei der anspruchsvollsten aller Aufgaben, jungen Menschen den Weg in die Arbeitswelt weisen. In einem festlichen Rahmen mit toller Live-Musik der Schulband fanden sich Verantwortliche von Schule, Stadt, IHK und Unternehmen sowie zahlreiche Schülerinnen und Schüler in den Räumen der beruflichen Schule ein. Gut, die Kooperation mit der Schule ist für uns eine sehr große, gute Plattform, um junge Menschen darüber zu informieren, was machen wir in unseren Berufsbildern, was machen wir in unseren Edeka-Märkten, welche Berufsbilder können wir zur Verfügung stellen. Das tun wir sehr gerne. Wir gehen sehr gerne in die Schulen, ja, um über unser Unternehmen und die Berufsbilder, die über die IHK und uns angeboten werden, zur Verfügung gestellt werden. Deutschlands Unternehmen sind auf der Suche nach Auszubildenden und so ist die Kooperation mit der Schule eine logische Konsequenz. Gut, wir begleiten die Geschichte mit Sympathie, wir sind der Schulträger, wir haben begleitende Maßnahmen, aber die Hauptlast trägt die Wirtschaft und trägt die Schule und da sind wir sehr dankbar, dass die Schule und die Wirtschaft sich aufeinander zubewegen in den letzten Jahren immer mehr, weil nur so schaffen wir es, ein realistisches Umfeld für junge Menschen zu schaffen, das ihnen dann hilft, den richtigen Beruf für sich zu wählen. Für die Schule hat die Vertiefung der Kooperation noch weitere Gründe. Durch diese Mehrfachkooperation hat es sich jetzt angebunden, die Verbindlichkeit zu erhöhen durch so einen Vertrag. Man weiß ja auch nie, ich meine, Herr Fitterer und ich, irgendwann geben wir den Stab ja auch an Nachfolger ab. Und wir haben gelernt, gerade in kaufmännischen Unternehmen, wenn sie etwas zu Papier gebracht haben und sie haben einen Vertrag, hat es auch eine Verbindlichkeit über die jetzt agierenden Personen hinaus. Und das ist auch noch so ein ganz kleiner Nebengedanke dabei. Auch wenn das Projekt Wirtschaft macht Schule der IHK Karlsruhe für viele den Weg bereitet und einen guten Übergang in die Berufswelt ermöglicht, ist weiterhin viel Eigeninitiative und Verantwortung für sich selbst von den jungen Menschen gefordert.